So, herzlich willkommen. Ja, zu keinem Let's Play, sondern zu einer kleinen Special-Folge. Ich hatte angekündigt, ich habe ein neues Kameraset. Und da ich heute auch aufgrund des Wetters keinen Bock auf Aufnahmen habe, also auf Let's Plays, mache ich einfach nur eine kleine, was sich so geändert hat jetzt aufgrund des Kamerasets. Zum einen habe ich eine neue Kamera. Das ist aber bei weitem nicht das Einzige. Vor allem nicht das Einzige, was sich geändert hat. Man hört wahrscheinlich auch, der Sound ist jetzt ein bisschen anders, weil die Kamera selber hat jetzt ein eingebautes Mikrofon und wie ich glaube schon gesagt hatte, wird das Ding halt mit über USB übertragen. Das heißt, man hat nur noch direkt die Störungen, die die Kamera selber mit auffängt, aber keine mehr über den Kabelweg. Genau. Und wie gesagt, das ist aber bei weitem nicht das Einzige. Ich schalte mal ganz kurz um auf eine andere Ansicht. Und zwar diese hier. Tada! Ja, es sind ein paar Kameras. Also genau genommen oben links, oben rechts und unten links. Das drei sind Kameras. Das unten rechts ist was anderes. Da komme ich dann gleich zu. Und genau, die hier ist eine Kamera genau die gleiche, wie ich auch oben auf dem Bildschirm drauf habe. So ungefähr. Okay, erkennt man jetzt durch die Sonne nicht so gut. Warte mal ganz kurz, ich kann aber kurz gegenleuchten. Aha, ja. Ist quasi genau die gleiche, wie ich gerade in der Hand halte. Das sind beides Full-HD-Kameras, 30 FPS, die Autofokus haben. Und zusätzlich zu den beiden habe ich noch auf Stativ stehend eine Stativkamera. Ein ähnliches Modell aus der gleichen Serie, allerdings hat die keinen Autofokus, sondern festen Fokus, der eine brennen, also der quasi alles, was innerhalb von 1,50 m bis 5 Meter ist, ist dann halt scharf. Alles, was näher als 1,50 dran ist oder weiter als 1 Meter, weiter als 5 Meter weg ist, ist dann halt nicht mehr so scharf. Genau. Und die Kamera, die ich hier gerade rumwackel, die habe ich auch über ein relativ langes Kabel, was hier in den Rechner lang geht. My room is a mess. Quasi als flexibles Kabel, relativ lang, kann ich hier quasi auch im Zimmer rumgehen. Ganz kurz. Kann ich mal ganz kurz hier ein bisschen umschalten auf die Kamera. Das ist die 5. So. Oder wir machen es direkt mal Vollbild. Tada. So. Erstmal rausziehen hier. So. Komm, bist du umzingelt? So, okay. Genau, wie gesagt, hier die Stativkamera. Dann, ne, meine Bildschirme. Meine Musikanlage, die Kratzverstärker, der gerade aus ist, mein Medienlaptop, ja. Dann ein Haufen Scheiße, die wahrscheinlich keine Sau braucht, aber die ich auch nicht wegschmeißen möchte. Genau, meine Bilder kennt man ja schon, wobei da jetzt ein neues mit dazu kam. Ansonsten bin ich gerade ein bisschen am Aufräumen, deswegen. Das Wochenende, man sieht, es hell draußen und mit hell meine ich so richtig hell. Also, ich sehe die fucking Sonne. Kurz das Kabel lang. Da ist, by the way, ein Rechner, der ja, da läuft der 2B, 2T Server drauf. Also 2B, 2T. Und der hat ein kleines Problem. Der wird immer zu warm, deswegen läuft er gerade ohne Gehäuse. Dann muss ich mal gucken, da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Also diverse Lüfter, muss mal gucken, ob ich dann ein bisschen den Lüfter austausche, weil das Problem bei dem ist, der Lüfter ist so klein und so fehl am Platz, dass er die Luft quasi im Gehäuse zwar rumwirbelt, aber die Luft aus dem Gehäuse nicht rauskommt. Und dementsprechend muss ich dann mal gucken, was ich da mache. Das da sind diverse leere Kartons und auch weiter Scheiße. Genau, sonst hat sich so im Raum erstmal sich da nichts geändert.
oder eigentlich nur meine Anlage. Und da wird vielleicht noch erwähnenswert, ich weiß nicht, ob man es erkennt, das Ding hier. Das ist eine HDMI Capture Card, das mal mit zwei Stück. An der hängt derzeit gerade mein kleiner Raspberry Pi dran. Oh, wait a second. Das Ganze dann ungefähr falsch rum. So hier aus. Ne? So eine Karte. Habe ich zwei verschiedene Modelle. Zum Testen, für den Fall, dass eine nicht funktioniert, dass ich keinen Ersatz habe, aber die funktionieren zum Glück beide. Was ich sehr schön finde. Genau. Wie gesagt, da ist gerade mein Raspberry Pi dran. Und das ist auch das Ding, was man da gesehen hat, beziehungsweise bei der Übersicht unten rechts. Wer sich wundert, diese komischen, also zum einen die Bezeichnungen hier, wenn die Kamera jetzt mal scharf stellt. Jetzt fühle ich mich wie ein echter YouTuber. Und erstmal gucken, warten, bis die Kamera scharf gestellt hat. Nice. Diese Bezeichnungen habe ich einfach 1:1 die Bezeichnungen übernommen, die bei Quick, also so wie die halt im System auftauchen quasi. Und dementsprechend habe ich auch die Nummerierung hier, damit ich selber ein bisschen klarkomme mit der 1. Naja, seht ihr selber, ne? Da halt die 3, die 7 und so weiter und so fort. Genau, damit ich halt selber schnell lesen kann, wo ich hinschalten muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 7 haben möchte, dann klicke ich hier einfach mal kurz auf die 7. Und dann habe ich die 7 links und rechts ein bisschen abgeschnitten, aber halt weitgehend im Vollbild. Oder ich kann nach unten gehen und habe den unten komplett Vollbild. Genau. Zusätzlich zu dem ganzen Gedöns, also wie gesagt, derzeit drei Kameras, zwei mit Autofokus, eine auf Stativ mit Fest, das ist die hier. Habe ich auch noch eine andere Aufnahmequelle, und zwar habe ich herausgefunden, dass es für fürs Handy eine schöne App gibt, und zwar gibt es zwei Apps. Einmal Droidcam. Es gibt aber einmal Droidcam und einmal Droidcam OBS. Das ist technisch beides fast das gleiche. Die Sache ist aber die, Droidcam sorgt quasi dafür, dass die Kamera an eurem Handy über das WLAN halt freigegeben werden, also gestreamt werden kann. Und dann könnt ihr halt auf dem PC, sowohl unter Windows als auch unter Mac und Linux, halt ein Programm installieren, was das Ding halt entgegennimmt, diesen Stream, und dann unter dem entsprechenden Betriebssystem zur Verfügung stellt. Unter Linux zum Beispiel halt auch über Video for Linux 2. Das müsste man aber halt im System einrichten, bla bla bla, Gedingsgedöns. Und deswegen gibt es noch eine andere App, und zwar Droidcam OBS. Und das Ding macht quasi genau das gleiche, aber auf der Gegenseite, heißt also am PC, wird das Ding nicht dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt, sondern einem Plugin für OBS. Das heißt, ihr habt direkt ihr habt direkt in OBS, wenn ihr die Quelle hinzufügt, gehen wir hier zum Beispiel, hinzufügen, und dann habt ihr hier direkt Droidcam OBS und könnt da quasi euer Telefon hinzufügen. Wenn ihr euer Ding startet, ja, eure App, wollen wir einfach gucken, hier, Schichtstelle, schaffst du, da, das Ding einmal anklickt, dann bekommt ihr direkt oben eine IP angezeigt, eure lokale IP innerhalb eures LANs, ne, kennt man ja, und die gebt ihr dann einfach ein bei der Quelle, wenn ihr da Hilfe braucht, gibt es README-Dateien, gibt es Hilfe im Internet, brauche ich nicht erklären. Darum geht es hier nicht. Auf jeden Fall, mit Hilfe dieser magischen App kann ich dann, wenn ich hier, habe ich hier einen Form eingerichtet, und wenn ich das als Quelle hinzufüge, dann sehe ich das, was mein Handy sieht. So, machen wir ganz mal starten hier. So, warte, ganz kurz.
Hoffentlich bricht mir jetzt hier nicht meine Kamera ab. So, mal mit WLAN verbinden. WLAN ist da. So, dann. Hast du? Kriegst du? Tust du? Machst du? Interessant. Hier mal auf Einschaften. Ja, das stimmt alles. Warum verbindest du dich denn nicht? Immer dieses WLAN. Oh ne, das stimmt alles. Das stimmt auch alles. Eine Sekunde, wir machen mal ganz kurz hier so. So, gucken wir mal auf Phone. Und eigentlich sollte er sich schon längst verbunden haben. Gehen wir hier nochmal raus. So, du kommst mal weg, 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 weg und dann let's go. Macht er nicht? Habe ich gerade kein Ping zu meinem Handy? Wartet mal ganz kurz. Das ist halt ein bisschen das Problem, das ist halt WLAN. Von daher hat man auch die gleichen Probleme, die man halt überall hat, wenn man WLAN nutzt. Machen wir mal ganz kurz einen Ping. Ich weiß gar nicht, ob mein Handy überhaupt Ping jetzt zulässt. Zielhorst nicht erreichbar. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Mein WLAN mag mal wieder nicht. Sehr gut, können wir das direkt noch vergessen. Aber wenn es klappt, klappt es gut. So. Das heißt, ich habe quasi 5 Quellen. Halt die 3 Kameras. Meine, also bis zu 2 HDMI Capture Cards und dann halt für den Fall der Fälle auch noch mein Handy, wenn das dann mit dem WLAN klappt. Genau, ansonsten hat sich soweit bei meinem PC erstmal nichts getan, ansonsten hat sich doch allgemein eher wenig getan. Ich mache aus dem Studio-Modus wieder raus hier. So. Was man vielleicht höchstens noch erwähnen könnte, sind hier 2 wunderschöne Bluetooth-Boxen von Anker. Habe ich mir mal gegönnt. Einmal so eine Soundcore 2 und einmal eine Soundcore Bass Boost. Die sind beide wasserfest, was ich sehr geil finde. Die eine ist auch schon heiß, weil sie gerade in der Sonne stand. Das ist natürlich nicht so geil. Diese Sonne ist so scheiße. Können wir mit abschalten? So, ich könnte übrigens auch mal auf meinen Raspberry Pi raufgehen, nochmal so hier. Beziehungsweise machen wir mal die Vollbildversion. So hier. Auch diese Video Capture Card nimmt leider nur 30 Bilder pro Sekunde auf. Mir wird ab und zu unter Quick Video for Linux oder Qt Linux for, Video for Linux. Also quasi, ne, gibt es ja hier unter Linux, gibt es ja dieses QV2L2. Also genau, Qt, Video for Linux Test Utility. Und da wird mir die HDMI Capture Card, wenn ich die hier mal auswähle, das ist die hier, sagt er mir 60 FPS. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich 60 FPS liefert, weil überall steht, dass sie nur 30 Bilder pro Sekunde kann. Deswegen ist mir persönlich relativ egal, ob es nur 30 oder 60 Bilder pro Sekunde ist. Ja, wollte ich an der Stelle nur mal erwähnt haben. Dann gehen wir mal rein hier. Erstmal die Kamera wieder zurückstellen. Meine ganzen Boxen, die kommen mal. Wovon kommen die eigentlich? Da unten hin, da stören sie keinen. So, ja, lang USB-Kabel. Inforte mit dir. So, jetzt brauche ich mal ganz kurz meine andere Maus. An der Raspberry Pi hängt der Dongle dran. So, das müsste die sein, genau. So, kommst du mal nach da. Beziehungsweise, jetzt sieht man hier natürlich das Startmenü nicht.
Das ist natürlich ganz klasse. Dann gehen wir mal auf Vollbild. So. So. Dann kann ich den Raspberry Pi mal in die Ruhe schicken. Du kannst mal weg. Ja, so zu steuern ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die gewisse Eingabedelay vorhanden ist. Aber gut, ist halt so. So, jetzt ist er aus. Macht auch ein wunderschönes Testbild. Die andere Capture Card, die ich da habe, also die zweite hier, die macht das leider nicht. Wenn die kein gültiges oder gar kein Signal bekommt, dann zeigt die einfach ein schwarzes Bild. Ich persönlich finde das mit diesem wunderschönen Streifen schöner, weil dann weiß ich, dass zumindest die Capture-Karte als solches funktioniert. Und nicht, dass da gar nichts funktioniert. Kann ja auch sein, ne? USB steckt nicht richtig drin oder wie ist der Geier was? Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten. So. Was gibt's noch? Ja, nö, mehr eigentlich soweit nicht. Ich werde dann höchstens mal in einem späteren Video, wie gesagt, mal gucken, diesen 2B2T-Server, also den hardware-seitigen, also den physischen Server jetzt, nicht den Mindset-Server, gucken, ob ich da mal ein bisschen mit dem Lüfter quasi ein bisschen rumexperimentiere, austauschenderweise. Genau dafür habe ich nämlich auch diese Stativkamera, damit ich hier quasi einfach mal auf meiner Arbeitsfläche bisschen bauen kann und ihr dabei zugucken könnt. Das war der Sinn dahinter. Ich weiß, den gibt es bei mir nicht häufig, aber wenn, dann gut. Und genau. Kann man quasi wunderschön hier bauen. Vor allem das Schöne ist halt, man kann die halt auch in der Höhe, ne, halt klassische Stativkamera, man kann die halt auch in der Höhe hier variieren, auch seitlich drehen. Und man kann die Kamera sogar noch ein bisschen höher setzen, weil die Füße von dem Stativ sind noch lange nicht ausgefahren. Da fehlt quasi noch eine Stufe. Das heißt, das Ganze geht über meine Bildschirme hinweg. Also dann ungefähr so hier ungefähr geht das. Man sieht also, man würde meine Bilder da hinten also wunderbar sehen. Was ich sehr schnieke finde. Weil ich habe die Bilder da hinten ja genau so ausgerichtet, dass wenn ich hier dran sitze, ich auch die Bilder perfekt sehe. Und das gilt dann auch für meine Kamera. Das ist schöner Zufall. Genau. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nur, ansonsten ist eigentlich alles soweit gleich. Ach so, ja, ich habe. Kann ich ja am Ende des Videos zeigen. Ich habe hier noch. Ein Autofokus. Fokussiere. Ah, ein Funny Ende hinzugefügt. Ne, mein Endscreen kennt er ja. Ist ja das Ding hier. Hi. Und ja, habe ich jetzt noch ein anderes Ende. Das ist das klassische Ende ohne Bild. Und den Ausschnitt, den ihr gerade gesehen habt, ist vom Funny Ende. Das kommt dann aber dann, wenn das Video zu Ende ist. Werde ich wahrscheinlich nur einmal machen. Sonst killt mich YouTube. Keine Ahnung. Das Schöne ist übrigens, alle Eingabequellen, die ich habe, sind jetzt 16 zu 9 oder sogar besser gesagt 1920 mal 1080, also genau Full HD. Auch wenn die meisten davon nur 30 Bilder pro Sekunde können. Schade. Aber das Schöne ist halt, alles ist 16 zu 9. Das heißt, wie man hier auch gerade im Video sieht, das passt alles 1 zu 1 perfekt rein. Und für bestimmte Ausnahmen, wie zum Beispiel hier, habe ich halt, dass ich das Kamerabild quasi zurechtschneide. Weil man sieht auch schon hier, ne, meine Anlage braucht keiner. Das ist uninteressant. Genauso wie da hinten der wunderschöne leere Raum. Uninteressant. Von daher, wenn ich halt Kamera-Vollbildmodus habe, ne, 16 zu 9, logisch, dann ist quasi da. Aber wenn ich halt auf den Platz achten muss, wie zum Beispiel halt, wenn ich die Kamera irgendwo einbette, dann schneide ich halt aus, sodass es halt 4 zu 3 ist, so wie die alte Kamera. Dann bin ich relativ gut im Bild. Wobei die Kamera auch noch einen etwas höheren Winkel hat als meine alte Kamera. Deswegen bin ich im Bild quasi etwas kleiner. Ich müsste quasi näher rankommen. Hier ist aber, was man ganz kurz gucken kann, ist, ob
Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob dieses Quick Video von Linux 2, also ich sag mal Quick, Qt Video von Linux 2 auf die Kameraeinstellungen zugreifen kann, während die Kamera in OBS läuft. Das wäre natürlich witzig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie kann es wirklich. Okay, das ist geil. Weil die Kamera nämlich hier ein paar witzige Optionen. Ja. I am the evil. Ja. Das war die Gamma-Korrektur. Die ist ein bisschen sehr hart übertrieben. Ich weiß nicht, was das noch mit Gamma zu tun hat. Das ist Alpha, Omega, Beta, alles einfach. Ja, keine Ahnung. Man kann ja also schön viele Sachen einstellen. Außer halt den Fokus, den leider nicht, weil halt ausschließlich Autofokus ist. Auch bei der Fixed-Fokus-Kamera, die ist, da kann man auch nicht manuell einstellen, wie ich dachte, sondern die hat wirklich mechanischen fixen Fokus, der halt auf 1,50 Meter bis 5 Meter optimiert ist. Aber dafür reicht es ja vollkommen aus. Genau. So, das sollte ich jetzt soweit für das Video eigentlich alles haben. Gehen wir mal wieder hier auf meine wunderschöne Übersicht. Gut, okay, außer dass die 7 gerade schläft. Ich kann den Raspberry Pi eigentlich auch mal abnehmen hier. Ja. Schau erstmal. Netzstecker, HDMI. Ach, jetzt weiß ich wieder, was da war. So. Bist du ausgeschaltet? Ja, du bist ausgeschaltet. Sehr schön. So. Ich kann übrigens mal gucken, ob jetzt mittlerweile sich das WLAN hier beruhigt hat. Wait a second. Ich muss mal kurz hier durchkämen. Bist du denn verfügbar? Ja! WLAN hat sich beruhigt. Das heißt, ich kann euch jetzt auch nochmal die Handyfunktion zeigen. Also ne, unten rechts jetzt mein Handy. Oh ja. Ja, es ist leider eine Wassermarke drin. Also alles, was über 640 mal 300 hat. Nee. Alles, was über 640 mal 480 von Auflösung ist, ist mit Wassermarke versehen. Weil wegen ist nicht Pro, aber ist mir positiv am Arsch. Genau. Stört aber nicht wirklich weit. Für Notfälle, wenn ich wirklich irgendwie ganz mobil sein muss, und da stört es auch nicht wirklich. Man sieht, das viel größere Problem ist eher das WLAN als solches. Also jetzt, wo ich es mal zeigen möchte, geht es natürlich wunderbar, aber man hat gerade wahrscheinlich so, ja, jetzt hat es mal wieder so einen Stocker gesehen, ist halt WLAN und WLAN ist nicht exklusiv. Also USB auch nicht, aber WLAN ist noch unzuverlässiger als USB. Und dementsprechend wirklich nur, wenn ich jetzt irgendwo was mache, wo es mit der mobilen Kamera absolut gar nicht geht, weil Kabel zu kurz, wobei alles, was hier in meinem Zimmer ist, da komme ich mit dem Kabel eigentlich gut hin. Ja, ist quasi einfach nur Proof of Concept und weil es geht und für den Fall, dass ich das mal brauche. Genau, also wie man sieht, funktioniert relativ gut. Ist auch Full HD. Vor allen Dingen, ich kann der Bildschirm wird dabei abgeschalten. Also ihr seht jetzt gerade nicht nur den Bildschirm, sondern das, was sich da drin reflektiert. Meine Bilder. Und wenn man jetzt einschaltet, dann sieht man quasi. So. Da sieht man quasi in der. Okay, bisschen heller. Ja, nice. So, da sieht man das, was ich unten sehe. Unten rechts. Das heißt, ich habe quasi gleichzeitig auch einen Sucher. Und muss quasi nicht davon ausgehen, dass die Kamera das zeigt, was sie soll, sondern ich kann halt gucken, dass sie das zeigt, was sie soll. Hat natürlich den Nachteil, dass ich zwar sehe, was die Kamera sieht, ich sehe aber nicht das, was letztendlich bei OBS ankommt. Für den Fall, dass WLAN oder sowas abbricht,
dann merke ich das tatsächlich bei meinem Handy erstmal nicht. Weil das Handy sagt mir erst dann, wenn die Verbindung wirklich komplett abgebrochen ist. Ne? Das heißt, da ist noch ein bisschen Wermutstropfen, aber das ist halt so, ist halt so. Genau. Keine Vor- und auch einen Vollbildmodus machen. Volle Schönheit von meinem Bild oder von anderen Bildern. Man sieht auch schon, ein bisschen unscharf, aber diese App lässt einem tatsächlich die gesamte Steuerung zu. Das heißt, man hat auch die ganzen typischen Kontroll-, also Eingabefunktionen, wie man halt normalerweise bei der Foto-App hat. Das heißt, ich kann auf eine Stelle raufklicken. Ich klicke jetzt zum Beispiel in die Mitte des Bildes und er fokussiert die Stelle an. Tada! Und schon kann man die Bilder wirklich gut sehen. Außer dass der Schriftzeichen im Weg ist. So, jetzt. Perfekt. Ja, genau. Das und dazu. Okay, dann können wir mal stoppen hier. Ja. Und ich bin kurz unterbrochen. So. Genau. Jo, das dazu. Gutchen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich vielleicht dann morgen zum nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, weil ich werde hier heute bei mir ein bisschen im Zimmer aufräumen. Mal gucken. Man hat da hinten schon gesehen, die ganzen Kabels. Da. Da. Das ist Katastrophe. Und das möchte ich ein bisschen aufräumen. Deswegen hier auch die ganzen Kartons. Da kommen die ganzen Kabels rein, wenn es irgendwann mal fertig ist. Genau, sie sind da unten auch diverse Kabel. Sieht man das? Ja, doch, jetzt hier sieht man es. Also, es sind einfach überall Kabel. Es sind überall Kabel und die sollen alle weg. Weil ich habe ungefähr 300 Kaltgerätekabel und ich weiß jetzt schon, ich werde davon nicht mal 10% brauchen in naher Zukunft. Jetzt mal ein bisschen entschlacken. Und genau, deswegen halt die leeren Kartons. Da kommen die ersten Kabel rein, die ich erstmal in nächster Zukunft nicht brauchen werde. Und vielleicht, wenn es schon mal ein bisschen aufgeräumter ist, also es ist jetzt schon aufgeräumter, als es gestern zum Beispiel war, da war es komplett Katastrophe. Und wenn es dann auch nochmal ein bisschen aufgeräumter ist, vielleicht mache ich dann auch nochmal ein Video. Ansonsten, wie gesagt, das nächste Video geht dann über meinen Server da hinten. Der da. Leider haben die Kameras kein Zoom. Beziehungsweise die haben, glaube ich, sogar Zoom, aber das wäre dann reiner Software-Zoom. Kann man ganz kurz gucken hier. Vor allem die Kameras haben eine relativ gute Qualität. Ne? Man sieht, wenn die fokussieren, tada, kann man alles relativ gut erkennen. Also das ist schon nicht schlecht. Das sind extrem preiswerte Kameras. Aber trotzdem gute Kameras. Also machen wir hier ein Video von Linux 2 Testotero. Außer der Autofokus. Aber das hat nichts mit der Kamera zu tun, sondern das ist einfach allgemein. Ist so eine typische Sache. Warum öffnest du dich jetzt auf einem anderen Bildschirm? Das war so nicht geplant. Du kommst mal bitte rüber. Perfekt. So, was soll ich gucken? Genau. Wir öffnen mal die Kamera. Ich kann einfach mal hier. So, keine Ahnung. Mal kurz gucken, was wollte ich machen? Ich wollte dich öffnen. Ne, ich wollte die 5 öffnen, genau. Die Kamera, die ich gerade in der Hand habe. Und mal gucken, ob man hier irgendwie Zoom hat. Nächstes Mal hat nämlich keinen Zoom. Man hat nur, halt wie gesagt, sowas wie Gamma. Dann hat man Fokussiere. Hallo? Okay, teilweise braucht ihr echt lange. Hat man hier halt sowas wie Schärfe. Jetzt ist alles überdramatisiert. Und da hat man halt noch sowas wie halt die klassische Helligkeit. Was keine Sau braucht, so ungefähr. Ey, komm, geh zurück. 10, 10.
Kontrast ist genauso unnötig. Also, ich meine, gut, wenn man Schwarz-Weiß-Video machen will, also kein Graustufen-Video, sondern wirklich Schwarz-Weiß, weil man sieht hier, mehr als Schwarz und Weiß gibt es hier nicht. Okay. Ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn man so Blätter hat, wo man weißes Blatt mit schwarzer Schrift hat und man das extrem stark machen möchte. Autofokus. Ja, genau. Also, man hat ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber ansonsten nicht viel. Genau. So. Und leider kein Zoom. Aber wie gesagt, erstens wusste er schon vorher. Zweitens, wäre das in der Preisklasse nein. Zumal optischer Zoom auch fürs Gehäuse, der wäre das Gehäuse direkt noch gleich dreimal größer. Ja, ich weiß, man kann auch in der Größe einen optischen Zoom unterbringen, aber dann wäre die Kamera gleich fünfmal so teuer gewesen. Von daher bin ich mit dem, was ist, schon ganz geil, ganz zufrieden. Genau. So. YouTube. Dann würde ich mal sagen, das soll es für das Video gewesen sein und man sieht sich.